Hallo und herzlich willkommen zu Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Mein Name ist Marcel Jopper. Ich grüße Sie. Im April 2020, also vor mehr als 2,5 Jahren, da sagte der damalige deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn diese bemerkenswerten Worte. Und ich bin mir sicher, jenseits von Politik wird auch für Gesellschaft, selbst für Virologen und Wissenschaftler, eine Phase kommen, wo wir alle feststellen werden im Nachhinein, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle falsch gelegen hat, dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten. Ja, vielen Dank, Herr Spahn. Doch auf Entschuldigungen mussten wir bis heute tatsächlich warten. Im Gegenteil. Sein Nachfolger Karl Lauterbach hält die Pandemie weiter hoch und er ist auch gegenüber Ärzten und Wissenschaftlern zumeist beratungsresistent. Dabei bergen viele politischen Maßnahmen Gefahren für Leib und Leben. Etwa das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes während der Schwangerschaft. Das sagt der österreichische Gynäkologe Dr. Christian Fiala. Mit ihm werde ich mich in dieser Sendung über die expliziten Gefahren der Masken sowie den neuesten wissenschaftlichen Stand bei dem Thema unterhalten. Ein weiteres politisches Thema, was jahrelang abgestritten wurde, mittlerweile aber kaum mehr zu widerlegen ist, ist die Labortheorie zur Entstehung des Coronavirus. Ist SARS-CoV-2 also das Produkt einer gefährlichen Forschung an Krankheitserregern? Die Physikerin Dr. Ute Bergner will mit ihrer Kampagne Janus auf die großen Gefahren der sogenannten Gain-of-Function-Forschung aufmerksam machen. Ich spreche gleich mit der thüringischen Landtagsabgeordneten über das Ausmaß dieser Wissenschaft und über mögliche Kontrollmechanismen. Ja, und schließlich wollen wir heute unseren Blick noch in Richtung Großbritannien wenden, denn da ist politisch auch gerade einiges im Argen. Eine Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich laut Umfragen sogar eine Neuwahl. Kann der neue Premier Rishi Sunak das Ruder rumreißen oder droht vielen Briten ein kalter Wutwinter? Ich frage gleich nach bei dem Autor und Großbritannien-Experten Benny Peiser in London. Schön, dass Sie heute mit dabei sind, hier im Kontrafunk, die Stimme der Vernunft. Zurück bei Kontrafunk aktuell am Dienstag. Und wir werfen einen Blick nach Großbritannien. Der neue Premierminister Rishi Sunak ist im Amt. Die zahlreichen finanziellen und wirtschaftlichen Probleme des Landes sind damit aber natürlich nicht gelöst. Das Einzige, was die britische Regierung jetzt gewonnen hat, ist Zeit. Gleichzeitig macht sich eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung breit. Der Ruf nach Neuwahlen wird auch immer lauter. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Autor und Großbritannien-Experten Benny Peiser in London. Hallo, Herr Peiser. Ja, hallo, hallo. Herr Peiser, Rishi Sunak ist auf die zurückgetretene Liz Truss gefolgt. Zuvor war er britischer Finanzminister. Nun gehört Sunak zu den reichsten Familien des Landes. Seine Familie soll mehr Geld besitzen als einst die Queen. Ist er der Richtige, um nun die finanziellen Probleme des Landes anzugehen? Das ist eine gute Frage. Niemand weiß, ob überhaupt jemand in der Lage ist, die Wirtschaft in der gegenwärtigen Energiekrise zu stabilisieren. Ich habe meine Zweifel, dass das möglich ist. In Großbritannien sowie in Deutschland ist weiterhin die grüne Klimaagenda Top Priority, also oberstes Ziel. Das bedeutet, dass man radikale Reformen, die nötig wären, um die Kosten der Energie herunterzubringen, einfach nicht möglich sind, politisch nicht möglich.
Und das bedeutet wahrscheinlich, dass die hohen Energiekosten die Wirtschaftskrise vertiefen werden. Und ganz egal, wer Premierminister hier ist, solange das der Fall ist, wird es keine Lösung dieser Krise geben. Bis zum 17. November hat Sunak jetzt Zeit, neue Pläne zur Bewältigung der Krise vorzulegen. In welchen Punkten werden die sich vermutlich von den Plänen seiner Vorgängerin Liz Truss unterscheiden? In erster Linie, Liz Truss wollte ja die Steuern herabsetzen. Rishi Sunak wird wahrscheinlich die Steuern erhöhen und vor allen Dingen auch versuchen, Kosten einzusparen in verschiedenen Ministerien. Aber das Hauptproblem und der Grund, warum Liz Truss gescheitert ist, war, durch die hohen Energiekosten war die Regierung gezwungen, so wie in Deutschland auch, astronomische Summen auszugeben, um die Haushalte und Unternehmen vor dem Untergang zu bewahren. Denn die Energiekosten hier in Großbritannien sind mittlerweile ungefähr 5-mal so hoch wie vor einem Jahr. Und natürlich die meisten Unternehmen und viele Haushalte können das überhaupt nicht überleben. Deswegen hat die Regierung also beschlossen, ungefähr 100 Milliarden Pfund auszugeben, um die Kosten niedrig zu halten. Das geht natürlich auf Dauer überhaupt nicht. Und die Finanzmärkte sehen natürlich, dass das auch nicht durchzuhalten ist. Nun hat die britische Regierung ein Problem in der Finanzplanung. Da gibt's ein Loch von 30 bis 40 Milliarden Pfund. Wo das Geld herkommen soll, das ist noch völlig unklar. Wo könnte es denn Ihrer Meinung nach jetzt Einsparungen geben? Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich wird jedes Ministerium wird gebeten, Milliarden einzusparen. Das Problem ist natürlich, dass die Regierung versprochen hat, die Budgets zu erhöhen und nicht zu kappen. Außerdem werden eben höhere Steuern erhoben werden, was alles dazu führen wird, dass Großbritannien nicht mehr ein sehr attraktiver Standort für Investitionen sein wird. Und das ist das Tragische, denn eine radikale Reform der Energiepolitik würde dieses grundsätzliche Problem erstmal anpacken können und auch langfristig lösen können, aber dazu ist der politische Wille nicht da. Sie haben die Abwanderung gerade erwähnt. In Deutschland gibt es schon erste Unternehmen, auch größere Unternehmen, die damit liebäugeln, ihren Standort von Deutschland nach China zu verlegen, weil dort eben das Wirtschaften günstiger ist. Gibt es diese Tendenzen auch bereits in Großbritannien? Ja, natürlich. Also vor ungefähr einer Woche hat BMW mitgeteilt, dass der elektrische Mini, der hier in Oxford gebaut werden sollte, nicht mehr in Großbritannien hergestellt werden wird, sondern die Produktion nach China geschickt wird. Das heißt also, Elektroautos werden jetzt jedenfalls keine Minis mehr in Großbritannien gebaut. Das wird natürlich andere Unternehmen genauso betreffen. Wir haben natürlich hier in Großbritannien nicht mehr so viel Großindustrie wie in Deutschland oder energieintensive Industrien. Deutschland wird das natürlich sehr viel schwerer treffen, da ja Großbritannien nicht mehr so große Industrien hat. Aber die Energiekosten sind so gravierend, dass wahrscheinlich niemand mehr hier investieren wird, der viel Energie braucht. Und ich vermute, dass die nächste Regierung, die aller Wahrscheinlichkeit nach eine Labour-Regierung sein wird, die Energieversorger alle nationalisieren wird. Also es wird ein Energiesozialismus zurückkehren, da eben die freie Marktwirtschaft, wenn es um Energie geht, nicht mehr funktioniert. Unklar ist in Großbritannien ja auch, ob es inflationsbedingte Erhöhungen der Sozialleistungen geben soll, gleiches bei den Pensionen. Was sagen denn die Briten selbst zu den aktuellen Mehrbelastungen? Wie ist die Stimmung im Volk? Die Briten, die möchten am liebsten, dass es eben Furlough gibt für immer. Also Furlough, das war das System, wo die Regierung Leuten, die nicht zur Arbeit gingen oder Unternehmen, die einfach zugemacht haben wegen der Pandemie, wegen Covid, ihnen das bezahlt haben. Und die Leute haben sich jetzt so daran gewöhnt,
dass man zu Hause bleibt, nicht arbeiten geht und dafür bezahlt wird, voll bezahlt, dass sie das gerne jetzt für immer weitermachen wollen. Die Bevölkerung möchte natürlich am besten, dass alles subventioniert wird. Also die letzten Ankündigungen eines Ministers hier war, dass man Leuten, die Schwierigkeiten mit ihrer Miete haben, subventionieren sollte. Also es ist schon ziemlich verrückt. Ja, vor allem auch Strom und das Heizen ist in Großbritannien, wie Sie bereits erwähnt haben, deutlich teurer geworden. Deutsche Medien berichten bereits, dass die Briten im Winter reihenweise frieren und hungern werden. Was glauben Sie, wird das der Realität entsprechen? Naja, also die Armen haben immer schon gefroren und gehungert. Das war selbst in normalen Zeiten so, weil sie eben arm sind und oft ihre Heizungskosten nicht aufbringen konnten. Die Zahl der Energiearmen wird natürlich in die Höhe schnellen. Wie gesagt, die Regierung ist im Moment dabei, ungefähr 100 Milliarden auszugeben, um die Energiekosten am weiteren Steigen zu bremsen. Das heißt, diesen Winter wird es wahrscheinlich schwer werden, wird auch wahrscheinlich viele Leute Probleme kosten, aber ich vermute, nächstes Jahr wird es sehr viel schwieriger werden, weil die Regierung nicht mehr in der Lage ist, so viel Geld auszugeben und damit die Energiekosten in die Höhe schnellen werden. Etwas Ähnliches wird auch für Deutschland erwartet. Was hier allerdings im Gegensatz zu Großbritannien noch nicht so weit verbreitet ist, ist der Wille nach Neuwahlen. Da gibt es aktuelle Umfragen für Großbritannien, wo eine Mehrheit im Moment dafür ist, dass eine neue Regierung gewählt wird. Wie real ist dieser Wunsch und was würde denn danach kommen bei Neuwahlen? Also die konservative Regierung wird natürlich versuchen, mit allen Mitteln versuchen, das hinauszuzögern, in Haus zu schieben. Die haben ja ungefähr noch 2 Jahre. Aber das Problem ist nicht nur, dass die Mehrheit der Briten quasi die Schnauze voll haben, sondern dass die konservative Mehrheit im Parlament sehr tief zerstritten ist. Und das macht es wahrscheinlich sehr schwierig, diese Regierung am Leben zu erhalten. Die Konservativen sind sehr zersplittert. Wir haben einen sehr starken grünen Flügel, einen sehr starken Flügel von Konservativen, die nicht sehr glücklich über den Austritt aus der EU waren. Also die Konservativen sind sehr gespalten und es stellt sich die Frage, ob sie überhaupt 2 Jahre lang überleben können. Abschließend, Herr Peiser, nun war Liz Truss die Nachfolgerin von Boris Johnson. Er galt schon unter den Konservativen als Hoffnungsträger, das Land zu reformieren. Liz Truss hat es in sehr kurzer Zeit natürlich auch nicht geschafft. Nun Rishi Sunak. Ist er der richtige Mann an der richtigen Stelle oder hätte es gar keine anderen Alternativen gegeben? Och, es hätte schon Alternativen gegeben. Vor allen Dingen, Boris wollte ja auch wieder zurück an die Macht. Ich sag mal, es ist keine Personalfrage mehr. Das ist hier eine grundsätzliche Wirtschafts- und Energiekrise, die Individuen, die keine Mehrheit im Parlament haben oder keine Solidarität innerhalb der eigenen Partei haben, keine Zustimmung innerhalb der eigenen Partei, können dieses Problem nicht lösen. Deswegen ist es eigentlich egal, wer im Moment Premierminister ist. Die Partei an der Macht ist tief gespalten und ist quasi nicht in der Lage, die Probleme zu lösen. Sagt der Autor und Großbritannien-Experte Benny Peiser in London. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Thank you.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Vor einigen Tagen machte eine Meldung Schlagzeilen, die, wenn sie denn stimmt, Sprengkraft besitzen sollte. Deutsche Forscher wollen herausgefunden haben, dass das Coronavirus zu 99,9% aus dem Labor stammen soll. Die Forschung und Manipulation von Viren im Labor wird auch Gain of Function genannt. Sie ist keine Seltenheit und sie ist vor allem eins, potenziell gefährlich für die Menschheit. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Dr. Ute Bergner, thüringische Landtagsabgeordnete für die Partei Bürger für Thüringen, gelernte Physikerin und eine erklärte Gegnerin der Hochrisikoforschung. Schönen guten Tag, Frau Bergner. Schönen guten Tag. Frau Bergner, Sie unterstützen die sogenannte Hamburger Erklärung aus diesem Jahr, die zu einer Beendigung der Gain-of-Function-Forschung an Krankheitserregern aufruft. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Aussage, ohne Forschung kein Fortschritt. Wo aber ziehen Sie die rote Linie? Also ich bin ja selbst Wissenschaftlerin und habe in meiner Ausbildung gelernt, dass Wissenschaftler eine ganz große Verantwortung tragen. Weil alles, was wir erforschen, hat eine positive Seite und eine negative Kehrseite. Das spielt jetzt gerade bei der Gain-of-Function-Forschung eine ganz große Rolle. Sicherlich ist das Argument wichtig, wenn wir Krankheiten bekämpfen wollen, müssen wir sie kennen. Denn wir können nur das beherrschen, was wir verstehen. Das ist ein Ausspruch von mir. Jetzt geht es aber so weit, dass die Gain-of-Function-Forschung offensichtlich missbraucht wird. Dass man hier Krankheitserreger erzeugt, die als Waffe gegen die Menschheit eingesetzt werden können. Das macht mich als Wissenschaftler sehr nervös, weil Viren, sag mal, doch, so klein sie auch sind, sehr komplexe Prozesse auslösen können. Sie haben es ja gerade gesagt, Befürworter der Forschung, die argumentieren ja, dass diese Experimente eben nötig seien, um das Verständnis von Krankheitserregern und auch ja ihre Interaktion mit menschlichen Wirten zu erforschen. Aber dem entgegnen Sie jetzt, da muss es eben diese roten Linien geben. Was ist das Komplexe? Also was darf gemacht werden und was eher nicht aus Ihrer Sicht? Ja, dazu bedarf es des Zusammenarbeitens von Wissenschaftlern, dass wir hier Grenzen setzen. Was jetzt mit diesem SARS-CoV-2 entstanden ist, ich habe mich ja damit auch beschäftigt. Ich habe eine Webseite ins Leben gerufen, die heißt Janus, Ächtung auf Gain-of-Function-Forschung. Und dort habe ich alle Zahlen, Daten, Fakten zusammengetragen, die die Wissenschaft zusammengesammelt hat zu SARS-CoV-2. Wenn man sich das genau anschaut, kann genau das, was Sie in der Einleitung gesagt haben, nur bestätigt werden. Die Recherchen von Professor Wiegensendanger haben ganz viele Indizien dafür geliefert, dass dieses SARS-CoV-2 aus dem Labor stammt. Diese Woche ist, glaube ich, vor 14 Tagen von Robert Melone, dem Labor, nachgewiesen worden, SARS-CoV-2 einen künstlichen Fingerprint hat. So wie ich das verstanden habe, kann man über die Fingerprints der Viren ganz klar entscheiden, ob das natürlichen oder künstlichen Ursprungs ist. Auch in Jena gibt es einen Professor, den Professor Theisen, der sich damit beschäftigt hat, wo kommt denn eigentlich dieser Ursprung von SARS-CoV-2 her? Und er konnte bei der Stammbaumentwicklung diesen Stammbaum nicht finden. Was ich jetzt auch gelesen habe, man hat ja eigentlich diese Ursprungsviren, die der Zoonose-Theorie zugrunde gelegt werden, nie wirklich gefunden. An der Stelle sehe ich eben ganz groß die Gefährlichkeit von den Forschungen, die im Moment weltweit laufen. Ich denke, grundsätzlich Forschung verbieten kann man nicht, weil die Neugier der Menschen ja unbegrenzt ist und ungebrochen ist. Und wenn ich jetzt ein Verbot der Gain-of-Function-Forschung auf den Weg bringe, wird das umgangen.
Es findet sich immer Wege, Verbote zu umgehen. Deswegen ist es mir ganz wichtig, dass wir hier eine Ächtung hinkriegen. Und hier müssen Wissenschaftler sich ihrer Verantwortung bewusst werden, dass sie nicht für Geld dieser Welt ihre Forschungsergebnisse, ihre Fähigkeiten in falsche Hände geben. Deshalb ist es wichtig, zu überzeugen, dass das etwas Schädliches für die Menschheit ist. Und deshalb, ja, dann bin ich vielleicht Idealist, dürfte kein Wissenschaftler dieser Welt sich dazu hergeben, derartige Forschungen voranzutreiben und sich daran zu beteiligen. Sie haben gerade die Webseite und Kampagne Janus erwähnt. Da gibt es auch bereits viele Unterzeichner. Den von Ihnen erwähnten Professor Wiesendanger habe ich dort auch gefunden. An wen richtet sich denn diese Webseite? An mich, der sich einfach informieren möchte, oder auch an Politiker oder Wissenschaftler? Also sicherlich in erster Linie an Wissenschaftler, weil die können das am ehesten einschätzen, aber auch an Politiker und an normale Menschen, die sich gar nicht tiefgründig mit der Wissenschaft beschäftigen. Und deswegen haben wir uns da Mühe gegeben, wissenschaftliche Veröffentlichungen zusammenzutragen, zusammenzustellen, dass die nicht mühevoll gesucht werden müssen, sondern das wirklich kompakt mal dargestellt worden ist. Und ich habe da von Leuten, die sich dann drauf eingeloggt haben und das gelesen haben, Feedbacks gekriegt, oh, das liest sich ja wie ein Krimi. Oh Gott, wenn das wirklich wahr ist, was da steht, ist das ja richtig gefährlich. Ich möchte eigentlich erreichen, dass die Menschen sich bewusst werden, wie gefährlich da im Moment gearbeitet wird. Sagen wir doch ganz klar, das ist eine Biowaffe. Es ist eine Biowaffe zum Vernichten der Menschheit. Und das darf nicht entstehen. Welches Ausmaß hat denn die Gain-of-Function-Forschung international bereits angenommen? Und welche Länder sind daran beteiligt? Tja, das ist ganz schwierig zu sagen. Also wir haben ja damals mitgekriegt, dass Obama Gain-of-Function-Forschung in den USA verboten hat. Und dann sieht man, was Verbote bringen. Dann ist über NOGs Gain-of-Function-Forschung in Wuhan mit finanziert worden. Das kann man bei Wiesendanger nachlesen in der Studie, die er gemacht hat. Und die Forschung in Wuhan wurde von den Chinesen, der EU und den USA finanziert. Es gibt auch andere Labore, wo derartige Experimente gemacht werden. Ich habe da jetzt jüngst gelesen, dass auch ein USA-finanziertes Labor in Sierra Leone zum Beispiel betrieben wird. Und es gibt jetzt Indizien dafür, dass Ebola auch ein Ausbruch aus einem solchen Forschungslabor gewesen sein soll, weil auch für Ebola, wie bei Corona, kein tierischer Träger gefunden werden konnte. Es gibt weitere Indizien, da wird sich zeigen, ob das richtig ist, denn die Russen haben ja behauptet, dass es auch in der Ukraine Gain-of-Function-Forschung gegeben hat. Und da werden wir sehen, wie sich das jetzt in der UNO darstellen wird, in der Anhörung. Und wir wissen auch, dass auch deutsche Forschungsinstitute an Gain-of-Function arbeiten, zum Beispiel die Charité da auch mit beteiligt ist. Frau Merkner, abschließend, Sie haben vorhin das Wort Biowaffe erwähnt. Was wäre denn so ein Worst-Case-Szenario? Also wie gefährlich ist die Gain-of-Function-Forschung oder kann sie tatsächlich sein? Dass SARS-CoV-2 eine Biowaffe ist, ist mir in den Kopf gekommen, als ich im Frühjahr selber an Corona erkrankt bin. Ich habe Geschmack und Geruch verloren. Und das für eine lange Zeit. Ich war auch lange genesen. Und dann bin ich nach Bosnien-Herzegowina gereist und dort sind die Felder abgebrannt worden und ich habe den Rauch nicht gerochen. Und da habe ich mir gesagt, ja, genau das ist eine Biowaffe. Wenn die Schutzmechanismen, die ich im Körper habe, außer Kraft gesetzt werden, sowohl Geruch als auch Geschmack, hat eine Schutzfunktion für meinen Körper. Ich schmecke, wenn ich verdorbene Speisen zu mir nehme.
ich rieche Rauch, der für mich giftig ist. Und wenn diese Funktionen außer Kraft gesetzt werden, ist dieses Virus für mich eine Biowaffe. Sagt Dr. Ute Bergner, thüringische Landtagsabgeordnete für die Partei Bürger für Thüringen, gelernte Physikerin und, wie man gehört hat, erklärte Gegnerin der Hochrisikoforschung an Viren. Frau Bergner, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Dankeschön. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Maske ist schon lange zu dem politischen Symbol der Corona-Politik geworden. Während sie in den allermeisten europäischen Ländern längst schon abgelegt wurde, tragen viele Menschen in Deutschland, aber auch in Österreich sie weiterhin freiwillig. Hinzu kommt eine Maskenpflicht in Gesundheitsberufen und Pflegeeinrichtungen. Ein erklärter Gegner des Mund-Nasen-Schutzes ist der Gynäkologe Dr. Christian Fiala, Leiter des Gynmed-Ambulatoriums in Wien. Er sagt, dass vor allem für Schwangere die Maske sogar große Gefahren birgt. Und mit ihm möchte ich darüber jetzt sprechen. Schönen guten Tag, Herr Dr. Fiala. Hallo, guten Morgen. Herr Dr. Fiala, Sie haben die Auswirkungen von Masken auf Schwangere und vor allem auf den Fötus untersucht. Welchen Einfluss konnten Sie erkennen? Ja, ich darf zunächst kurz korrigieren. Ich bin nicht ein grundsätzlicher Gegner von Maske, so wie ich überhaupt nicht ideologisch motiviert bin, sondern ich bin evidenzbasiert als Arzt und als Wissenschaftler, richte ich mich nach den Fakten und versuche diese Fakten im klinischen Alltag zu integrieren. Und da ist es eben so, dass die Maske, dieser Mund-Nasen-Schutz eben überhaupt nicht das erfüllt, was allgemeinhin von Politik und von vielen Medien behauptet wird. Und ganz im Gegenteil, es zeigt sich, dass diese Maske sehr viele Nachteile hat, auch für die Träger, aber ganz insbesondere eben auch für den Fötus bei schwangeren Frauen. Und zu meinem großen Erstaunen hat das bisher noch kaum jemand untersucht bzw. publiziert. Was genau ist denn die Gefahr, die dann dahinter steckt? Also einerseits natürlich in der Schwangerschaft und dann aber auch die Auswirkungen später auf das Kind. Naja, das große Problem, das ist ja offensichtlich, ist, dass der Fötus in der Gebärmutter nicht selber atmen kann, sondern der Fötus bezieht den Sauerstoff über das Blut der schwangeren Frau und gibt das CO2, das Kohlendioxid, in das Blut der schwangeren Frau ab. Und das bedingt, dass eben der Sauerstoffgehalt beim Fötus immer geringer ist wie im Blut der schwangeren Frau und dass das CO2 im Fötus immer zwangsweise immer höher ist wie im Blut der schwangeren Frau. Und CO2 ist ganz wichtig, dass man da im Kopf hat, das ist ein doch relativ giftige Substanz, die schon in leichter Erhöhung sehr negative Auswirkungen auf den Körper hat. Das heißt, der Körper ist darauf trainiert, dass er das CO2 sehr schnell abatmet und dass es das CO2 einen gewissen Grenzwert nach Möglichkeit nicht überschreitet. Und da hat die Natur in der Schwangerschaft einen Schutzmechanismus entwickelt, dass schwangere Frauen wegen dem Schwangerschaftshormon Progesteron, das sie eben in der Schwangerschaft produzieren, eine veränderte Atmung haben und zwar öfter atmen und tiefer atmen und damit den CO2-Wert in ihrem Blut absinken. Das führt eben, dieser Schutzmechanismus führt eben dazu, dass der Fötus einen CO2-Gehalt hat, der ungefähr dem entspricht eines normal atmenden Menschen, weil eben der CO2-Gehalt über diesen Schutzmechanismus der schwangeren Frau künstlich erniedrigt wird. Wenn jetzt die schwangere Frau eine behinderte Atmung hat,
dann erhöht sich der CO2-Gehalt in ihrem Blut und damit wird der CO2-Gehalt beim Fötus noch höher. Und da, für diese Situation gibt es auch ein ganz reales Beispiel. Und zwar ist es so, dass gegen Ende der Schwangerschaft, wenn die Gebärmutter immer größer wird und nach oben wächst und dann auf die Lunge drückt und insbesondere wenn dann die schwangere Frauen auch etwas übergewichtig sind, dann tun sie sich zunehmend schwer zu atmen. Und das führt eben dazu, dass Frauen häufig gegen Ende der Schwangerschaft Atempausen machen, sogenannte Schlafapnoe. Und das ist ein Syndrom, das ist bekannt und sehr gut dokumentiert, weil es eben nachgewiesenermaßen zu Wachstumsverzögerungen beim Fötus führt, zu vorzeitigen Geburten, vermehrten Kaiserschnittentbindungen und der Fötus tut sich dann nach der Geburt schwerer, sich an die, eigene Atmung anzupassen und deshalb gibt es da vermehrt intensiv medizinische Behandlungen von den Neugeborenen. Also diese Atempausen von schwangeren Frauen sind ein sehr großes, bekanntermaßen großes Risiko für den Fötus. Und jetzt kommt eben die Maske da ins Spiel, weil die eben auch die Atmung behindert. Es ist hinreichend dokumentiert und auch leicht nachvollziehbar, dass die Maske ja die Atmung behindert und damit zu einem Anstieg von CO2 in der Atemluft führt. Und das führt eben dazu, dass dieser vorhin erwähnte natürliche Schutzmechanismus beim Fötus, nämlich eine Absinken des CO2, dass dieser Schutzmechanismus kompensiert wird. Und wenn die schwangere Frau eine Maske trägt, eben dann nicht nur der CO2-Gehalt in ihrem Blutkreislauf erhöht wird, sondern beim Fötus noch stärker erhöht wird. Und das eben ganz ähnlich, eine ganz ähnliche Situation, zu einer ganz ähnlichen Situation führt, wie diese Atempausen im Schlaf bei schwangeren Frauen. Ganz besonders dramatisch ist das Tragen einer Maske während der Geburt und auch da gibt es ja auch nachgewiesene oder immer wieder Empfehlungen und Berichte von Frauen. Also während des Gebärvorgangs. Genau, dass ihnen im Kreissaal während dem Gebären vorgeschrieben wurde, sie müssten eine Maske tragen. Und das ist also an Brutalität kaum zu überbieten, weil der Geburtsvorgang für den Fötus eine ganz kritische Situation darstellt. Und das kann man sich ganz leicht selbst, kann sich das jeder selbst überlegen. Wenn die Frau eine Wehe hat, das heißt, wenn die Gebärmutter sich sehr stark zusammenzieht, um den Fötus zu gebären, dann ist der Druck in der Gebärmutter höher wie der Blutdruck. Das heißt, während einer Wehe bekommt der Fötus kein Blut und damit auch kein Sauerstoff und kann auch das CO2 nicht abatmen. Das ist so, wie wenn wir den Kopf unter Wasser stecken würden. Und in der Wehenpause, also eine Wehe dauert dann eine kurze Zeit und dann gibt es immer eine Pause. Und in der Wehenpause kann der Fötus dann wird er mit Blut versorgt und kann Sauerstoff bekommen und CO2 abatmen. Und das ist so, wie wenn wir in regelmäßigen Abständen den Kopf unter Wasser stecken würden und dann wieder über Wasser gehen, ein paar Mal tief atmen und wieder runtergehen. Das heißt, in dieser Atemmöglichkeit, in den Wehenpausen, muss man das kompensieren, was man in der Wehe eben anhält, die Luft angehalten hat. Und wenn jetzt eine schwangere Frau im Kreißsaal während dem Gebärvorgang eine Maske hat, dann wird dieser Kompensationsmechanismus in den Wehenpausen ja auch behindert. Das heißt, dann bekommt der Fötus in der Wehenpause weniger Sauerstoff und hat noch einen erhöhten CO2-Gehalt. Also das wäre so, wie wenn man eben den Kopf dann aus dem Wasser rausnimmt und dann auch noch sich eine Maske aufsetzen würde. Etwas, was vollkommen absurd ist und wirklich gegen jede medizinische Vernunft ist. Ja, viele Frauen denken sich sicherlich, es ist eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Ich trage die Maske ja sicherlich, weil ich eben in meinem Verständnis das ungeborene Kind und mich vor SARS-CoV-2 schützen möchte. Diese Risiko-Nutzen-Abwägung würden Sie dann aber eben ganz anders treffen. Ja, also natürlich ist das unser medizinischer Alltag. Alle Maßnahmen, die wir Patienten verschreiben, sind immer eine Risiko-Nutzen-Abwägung und dann im Einzelfall. Aber in dieser Situation ist es ganz klar, dass das Tragen einer Maske für schwangere Frauen kaum einen Nutzen bringt, aber eben nachgewiesenermaßen mit einem massiven Risiko, insbesondere für den Fötus,
verbunden ist. Und das Problem ist, das merkt die schwangere Frau ja nicht. Also wir wissen von vielen Maskenträgern, aber insbesondere auch Kinder, da kriegt man dann Kopfweh und alle möglichen Zustände. Eine unreine Haut, man erschöpft schneller. Also es gibt ja eine lange Liste an Maßnahmen durch diese Maske. Und das ist ja auch der Grund, warum es bei den Arbeitsbestimmungen sehr strenge Regelungen gibt. Nach dem Arbeitsschutzgesetz darf eine Maske maximal 70 Minuten getragen werden und muss dann unbedingt von einer 30-minütigen Pause abgelöst werden. Das ist an und für sich ein Arbeitsschutzgesetz, das überall gültig ist und das eben auch vollkommen ignoriert wird. Das heißt eben, die Maske, insbesondere bei schwangeren Frauen, da sind schwangere Frauen zu warnen, eindringlich zu warnen, dass sie nach Möglichkeit keine Maske aufsetzen. Und das große Drama ist jetzt noch, dass es bereits eine Studie gibt aus England, wo man Neugeborene untersucht hat, die in diesen zwei Jahren geboren wurden, in diesen Maßnahmejahren 2020 und 2021. Und man hat diese Neugeborenen verglichen mit den Kindern, die 10 Jahre davor auf die Welt gekommen sind. Und das Drama ist, dass jetzt in dieser Untersuchung herausgekommen ist, dass die Neugeborenen während dieser Maßnahmen eine massive Entwicklungsstörungen haben. Und zwar um 27-37% haben sie eine Entwicklungsverzögerung gegenüber Kindern, die in den 10 Jahren vor diesen Corona-Maßnahmen auf die Welt gekommen sind. Nun führen Sie ja sicherlich auch Beratungsgespräche mit schwangeren Frauen durch. Was sagen Sie denn einer schwangeren Frau einerseits, wenn sie sagt, ich habe aber Angst vor der Erkrankung SARS-CoV-2 und wenn sie zweitens dann vielleicht noch sagt, und ich möchte mich in der Schwangerschaft impfen lassen? Naja, wir haben ja mit SARS-CoV-2 jetzt doch eine relativ lange Erfahrung und haben sehr viele klinische Daten. Das war auch an und für sich von Beginn an im Jahr 2020 auch schon klar, dass SARS-CoV-2 vergleichbar mit einer Grippe ist. Und wenn man Grippe sagt, muss man aber im Kopf haben, dass es da sehr große Schwankungen gibt. Viele merken gar nichts. Aber natürlich gibt es auch schwere Grippeverläufe und im SARS-CoV-2 reiht sich da ein in die durchschnittlichen Grippeverläufe in etwa. Und da ist halt auch wichtig zu wissen, dass es ja sehr viele Studien gibt über die Wirksamkeit der Maske und die Maske schützt ganz eindeutig nach zahlreichen Studien nicht vor einer viralen Infektion und zwar weder den Träger noch das Umfeld. Also das ist hinreichend dokumentiert mit großen Studien. Das heißt, es ist eine Illusion, wenn jemand eine Maske trägt und er glaubt, er ist damit geschützt. Und die negativen Auswirkungen des Maskentragens, insbesondere des längeren Tragens von Masken, die sind auch ausreichend dokumentiert. Und wir haben im klinischen Alltag sehen wir zunehmend mehr Probleme von Menschen, die eben Maske getragen haben. Bei den Neugeborenen, bei den schwangeren Frauen sehen wir eben die Probleme noch nicht so, weil man ein Neugeborenes, das sagt ja nicht, ich habe Kopfweh und das sieht man die Auswirkungen der Entwicklungsverzögerung noch nicht gleich. Aber das macht eben das umso gefährlicher, dass wir möglicherweise da 2 Jahrgänge von Kindern einem unnötigen Risiko ausgesetzt haben von Entwicklungsverzögerungen. Und die Autoren dieser erwähnten Studie aus England, die schreiben eben auch, dass noch nicht ganz klar ist, ob die Kinder diese Entwicklungsverzögerung aufholen oder ob diese Entwicklungsverzögerungen bleibend sind. Und das sind natürlich schon sehr dramatische Befunde, auf die müsste man auf jeden Fall reagieren. Und was mich besonders erschüttert, ich habe das den Verbänden der Geburtshelfer geschickt und auch der Hebammen und gebeten, dass man diese Daten breit streut und informiert. Und ich habe überhaupt keine Antwort bekommen. Das heißt, da wird ein möglicherweise großes Risiko wird einfach verschwiegen auf breiter Front. Wir wissen das von Contagan, damals gab es die gleichen Reaktionen. Die Pharmafirma Jena Pharm hat damals auch Rechtsanwälte beauftragt, die ersten Warnhinweise durch einen Kinderarzt eben da zum Schweigen zu bringen. Aber das ändert ja nichts am Ergebnis und das führt nur dazu, dass es dann die Schädigungen noch mehr Menschen betreffen. Abschließend, Herr Fiala, wenn Sie sagen, dass die Maske eigentlich keinen Einfluss auf grippale Infekte hat, so wird ja jetzt immer wieder hervorgehoben, dass es im vergangenen Jahr praktisch keine Grippewelle gab, die in diesem Jahr ja aber mit doppelter Wucht sozusagen zurückgekommen ist. Wie kann man das erklären?
Es gibt ein vollkommen falsches Verständnis von Infektionserkrankungen und das ist schon interessant. Früher, die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, eigentlich bis vor etwa 50, 100 Jahren, waren Infektionen die Geißel der Menschheit und das haben zu Recht sehr viel Furcht ausgelöst. Aber in den letzten 50 Jahren haben wir eigentlich kaum mehr Infektionskrankheiten. Zum Glück, das ist eine große Errungenschaft und damit ist aber auch ein bisschen das Wissen verloren gegangen, wie wir damit umgehen. Und die einzigen Infektionskrankheiten, die jetzt noch relevant sind, sind diese grippalen Infekte und Schnupfen, die wir kennen. Und da ist eben ganz wichtig, im Kopf zu haben, wir können uns im Wesentlichen nicht davor schützen. Der beste Schutz ist unser Immunsystem. Und das bedingt eben, dass wir aber diesen Erregern und diesen dauernd stattfindenden Veränderungen, diesen Varianten, diesen Mutationen, wie man auch sagt, dass wir uns denen aussetzen und unserem Immunsystem die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren und das zu lernen. Das Dümmste, was man machen kann, ist, dass man sich langfristig von diesen Mutationen entfernt und isoliert, weil man damit verhindert, dass das Immunsystem eben nicht reagieren kann und nicht lernen kann. Und das wird dann nur dazu führen, dass man dann irgendwann umso schwerer erkrankt. Wir hatten auch ähnliche Entwicklungen, Fehlentwicklungen, zum Beispiel, wenn Sie dran denken, da wo man, es gab eine Zeit, wo man Kinder ganz hygienisch erziehen wollte und dass die nur ja nicht mit Schmutz in Berührung kommen. Und dann ist man draufgekommen, dass diese Kinder viel mehr Allergien haben wie Kinder, die am Bauernhof aufwachsen. Und deshalb sozusagen kurz zusammengefasst, es gibt keinen Grund, sich vor diesen Grippeviren zu fürchten, sondern wir sollten darauf schauen, dass wir ein gutes Immunsystem haben, eine gute Ernährung haben, einen gesunden Lebensstil, nach Möglichkeit nicht rauchen. Und das ist eigentlich der beste Schutz. Es gibt keinen Grund, eine Maske zu tragen. Es gibt aber einen guten Grund, warum die Evolution in 10.000 Jahren Menschheitsgeschichte noch nie so eine dumme Idee hatte, wie das Maskentragen im täglichen Leben. Sagt der Gynäkologe Dr. Christian Fiala, Leiter des Gynmed-Ambulatoriums in Wien. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke und alles Gute. Zurück bei Kontrafunk aktuell und es ist wieder Zeit für einen Blick auf die heutige Presselandschaft und da wird es heute sehr politisch. Die Medienschau hat jetzt für uns mein Kollege Frank Wahrlich. Hallo Frank. Hallo Marcel, grüß dich. Frank, dein Fokus ging heute unter anderem auf das große politische Gefeilsche in der deutschen Atomdebatte. Wie ist da der neueste Stand? Naja, der neueste Stand ist, dass offenbar 166 Dokumente aus dem Wirtschaftsministerium geleakt wurden und die Zeitschrift Cicero hat die veröffentlicht und daraus geht hervor, dass diese in Anführungszeichen ergebnisoffene Prüfung, sollen Atomkraftwerke sinnvollerweise weiterlaufen, das war im Frühling, dass die im Grunde gefaked war. Das war ein Betrug. Das Ergebnis stand vorher schon fest. Das ergibt sich aus diesen Dokumenten. Es wurde ja vorher gesagt von Wirtschaftsminister Habeck, wir prüfen und mal sehen, was dabei herauskommt. Als er das aber sagte, war schon klar, was dabei herauskommt, nämlich dass die Atomkraftwerke nicht weiterlaufen sollen. Und in dieser Untersuchung wurden Argumente und Stellungnahmen von Experten und Wissenschaftlern und auch von Beamten des Wirtschaftsministeriums, die man als pro Atomkraft oder pro Weiterlaufen von Kernkraftwerken bezeichnen könnte, wurden schlicht außen vor gelassen. Die CDU in einer ersten Reaktion findet das empörend. Das ist noch ziemlich abgeschwächt. Eigentlich durch meine
politische Arbeit als ARD-Korrespondent. Wäre sowas ein Thema für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss? Und da ist ja auch bezeichnend, dass bislang weder von Wirtschaftsminister Habeck noch von Umweltministerin Lemke, beide Grüne, irgendeine Reaktion kommt. Und von wem kommt auch keine Reaktion? Von SPD und FDP. Also das ist peinlich, ist es sicherlich. Es ist ein Betrug, so schreibt es die Bild-Zeitung, die redet von Lügenmärchen. Und jetzt ist es im Grunde an der Politik, das nicht nur aufzuarbeiten, sondern auch im Bundestag dagegen zu argumentieren. Ja, zwischen der Regierung und der CDU gibt es im Moment genug Streitigkeiten. Eine davon, da geht's um das Bürgergeld. Saskia Esken, die SPD-Chefin, hat jetzt gesagt, ja, sie würde sich da möglicherweise auf Zugeständnisse an die Union einlassen. Wie geht's da weiter? Da wird auch der Bundestag darüber befinden, denn das Bürgergeld soll ja das für die SPD verhasste Hartz-IV-System ablösen, und zwar am 1. Januar. Aber da gibt es nicht nur, sagen wir, einen verhaltenen politischen Widerstand von der Union, die dann sagt, ja, wir müssen da ein bisschen noch verhandeln im Bundesrat, sondern es gibt auch von Experten, die Welt zitiert zum Beispiel den Arbeitgeberpräsidenten, der sagt, Rainer Dülger heißt er, das Bürgergeld sei eine große Gefahr für unsere sozialen Systeme. Es droht, unsere Gesellschaft zu spalten. Und es kann doch nicht sein, dass diejenigen, die zur Arbeit gehen, nur wenig mehr Geld haben als jemand, der überhaupt nicht arbeitet. Und es gibt auch, das wird in verschiedenen Zeitungen thematisiert, Stellungnahmen des Bundesrechnungshofes. Und diese Prüfer sagen, dieses System Bürgergeld habe so viele Fehlanreize und es verführe zur Mitnahme und zum Missbrauch. Und die zusätzlichen Kosten für das nächste Jahr, also für 2023, schlappe 5 Milliarden Euro mehr als bisher. Das Bürgergeld wird sicherlich auch noch ein Thema sein bei der Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Woche. Aber ein Thema kommt da auf den Tisch, was ja durchaus Sprengkraft hat. Es geht um die Migration. Ja, und das Thema Migration, das ist ja so ein bisschen abgefedert. Wer dieses Thema anspricht, gerät ja leicht unter den Verdacht, rechtsradikal oder irgendwie national oder sonst irgendwas Unangenehmes zu sein. Aber mittlerweile sagen eine ganze Reihe von Städten und Landkreisen, wir können niemand mehr aufnehmen. Selbst Berlin sagt, wir sind so ziemlich am Ende unserer Fahnenstange. Und eine Stadt wie Cottbus sagt, wir nehmen überhaupt niemand mehr auf, wir haben keinen Platz mehr. Und pikanterweise kommen jede Woche rund 1000 Migranten, also keine Ukrainer, sondern das sind Einwanderer in Sozialsysteme aus dem Irak, aus Syrien, aus Afghanistan über die Schweizer Grenze. Und da heißt es auch von der Seite der Union, das wird in der Weltwoche abgedruckt und zitiert, da sagt die Union, das finden wir nicht in Ordnung, das ist auch sehr wenig. Und die Weltwoche schreibt in einem Kommentar, wer seine Haustür offen lässt, darf sich nicht wundern, wenn ihn Fremde die Bude einrennen. Und das genau passiert. Da gibt es einen wirklich interessanten, faktenreichen Artikel in der Jungen Freiheit. Und da wird gesagt, es kommen jeden Tag rund 1500 Migranten über die deutsche Grenze und wandern in die Sozialsysteme ein. Allein im Monat September 40.000. Und da sind eben keine ukrainischen Kriegsflüchtlinge mitgemeint, sondern junge Männer, hauptsächlich aus Afghanistan, dem Irak und aus Syrien. Und die Reaktion der Bundesregierung, die ist zum einen verhalten und sehr optimistisch. Da sagt Innenministerin Nancy Faeser, naja, es ist nicht so schlimm, wir haben das alles im Griff. Aber bei dem Ministerpräsidententreffen, was es am Mittwoch, wenn im Grunde die Feiertage vorbei sind, am Mittwoch in Berlin geben wird, zusammen mit Kanzler Olaf Scholz, da heißt es von Seiten von Günther, das ist der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, CDU-Mitglied, Deutschland soll einfach seine Kapazitäten hochfahren und alles technisch irgendwie bewerkstelligen und Migranten europaweit verteilen. Europaweit verteilen, das sagt auch Außenministerin Baerbock, und sie sagt, wir können bis zu 10 Millionen Menschen
aus den Staaten Irak, Syrien, Afghanistan, Pakistan, Bangladesch, Burma europaweit verteilen. Und die junge Freiheit sagt, hier wird eigentlich eine ideologische Weltsicht sich bequem gemacht. Die Bundesregierung macht sich die Welt, wie es ihr gefällt. Wenn die Union anfängt zu kritisieren und sagt, da stimmt was nicht, das sind zu viele, wir müssen auch drüber reden, ob überhaupt ein Land wie die Bundesrepublik solche Kapazitäten hat, da drückt sie sich eigentlich um die Frage, wie viel hat die Regierung Merkel, wie viel hat die applaudierende Union der letzten Jahre mit dieser Migrationskrise, die jetzt wieder stattfindet und die von einer Reihe von Medien schlichtweg übergangen wird, wie viel hat die Union damit zu tun? Das werden Themen der nächsten Woche sein. Und eine Menge politischer und auch sozialer Sprengstoff. Das war die Kontrafunk-Medienschau von und mit meinem Kollegen Frank Wahrlich. Frank, ich danke dir. Gerne. Sie hören Kontrafunk aktuell. Ja, und damit ist diese Ausgabe auch schon wieder am Ende angekommen. Eingangs hatte ich ja in dieser Sendung das Zitat von Ex-Minister Jens Spahn erwähnt. Wir werden einander viel verzeihen müssen. Ich halte es zumindest beim Thema Corona-Politik heute lieber mit einem anderen Zitat. Und das stammt vom deutschen Komponisten Johannes Brahms. Der sagte, sollte ich vergessen haben, jemanden zu beschimpfen, dann bitte ich um Verzeihung. In diesem Sinne, mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen. Kommen Sie gut in den November und hier noch ein kleiner Programmhinweis auf unsere heutige Abendsendung. Machen Sie es gut. Heute Abend um 20.05 Uhr präsentiert Ihnen Kontrafunk Paul Brandenburg live, den Polit-Talk mit Ihnen. Unser Thema diesmal, Ende des Bürgertums, Ende der Freiheit. Unser Rechtsstaat zerbröckelt unter klaren Rechtsbrüchen einer linken Bundesregierung, so die Einschätzung Hans-Jürgen Papiers, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Auch die CDU als größte Oppositionspartei verfolgt inzwischen vorwiegend linke Politik. Mit den Konservativen scheint die bürgerliche Freiheit unterzugehen. Jüngstes Beispiel, die Überdehnung des Straftatbestandes der Volksverhetzung, die das Fernmeldegeheimnis zur Farce werden lässt. So formuliert es mein Gast, Hans-Georg Maaßen, früherer Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Er hat sich live Ihren Fragen und Ihrer Meinung gestellt. Unsere Diskussion hören Sie heute Abend um 20.05 Uhr, nur hier auf Kontrafunk, der Stimme der Vernunft. Und wenn Sie kommende Woche selbst live mitdiskutieren möchten, im Netz auf paulbrandenburg.live erfahren Sie wie. Ich freue mich auf Sie.